Na Männer, alles klar. 28. Februar 1943, Nordostatlantik. Wir haben hier noch die Überreste des HX-Konvois zu versenken. Da sind wir auch schon dran. Der erste ist schon Richtung Meeresgrund gegangen, die Fram. Jetzt nehmen wir uns hier den nächsten vor. Und ich habe mich natürlich auch vertan in der letzten Folge. Die Versenkung des ersten Schiffs, was wir hier rausgeknackt haben, des Frachters, der uns zugewiesen worden war als Primärziel, der hat schon in die Gesamtbilanz mit hineingezählt für Black Pit. Also alles bestens. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das sind jetzt noch zwei Frachter übrig. Einen habt ihr, glaube ich, schon im Intro sinken sehen. Jetzt machen wir die beiden anderen hier noch fertig. Dann müssen wir noch den Zerstörer versenken, der noch über Wasser gestoppt liegt, also bewegungsunfähig bereits evakuiert. Und dann werden wir uns wieder in Richtung zugewiesenes Planquadrat begeben. So, ich muss mal ein bisschen besser zielen hier. Um dort, da werden wir uns dann einfach nochmal umhorchen, schauen, was da so geboten ist. Wir müssen ja nebenbei auch noch unsere geforderten Kilometer abspulen und einfach weiter Tonnage machen. Und ich denke auch, es macht auf jeden Fall Sinn, zwischenzeitlich nochmal zu versorgen, damit wir einfach die Aale nochmal auffüllen können. Und auch Deckgeschützmunition wird ein bisschen knapp, damit wir hier einfach noch länger draußen operieren können, ohne dass wir die längere Unterbrechung haben. Mit der Versorgung im Heimathafen und Landurlaub, wobei man den natürlich auch ein bisschen verkürzen könnte. Es gibt ja auch die Möglichkeit, die Besatzung nicht nach Hause zu schicken, sondern das... Ich glaube, direkt in La Rochelle kann man sie auch Urlaub machen lassen. Das ist dann nur eine Woche oder maximal 2. Und das ist eh so der Zeitraum, den man aber benötigt, um komplett alle Aale wieder aufgefüllt zu haben und so weiter. Also schauen wir mal. Es geht ja nur, am Ende geht es darum, dass wir hier möglichst schnell vorankommen, dass wir einfach dort auch Black Pit abschließen können. Wobei wir da noch genügend Zeit haben. Also das läuft ja noch bis Juni. Anmarschwege und Abmarschwege, Rückmarschwege hierhin und von hier zurück sind ja relativ kurz gehalten, von daher schaffen wir das auf jeden Fall locker bis Juni, dass wir Black Pit tatsächlich auch noch zum Abschluss bringen. So, das dürfte genügt haben. Wir schauen nochmal, einen haben wir noch, der müsste irgendwo hier unten, genau, man kann ihn noch einigermaßen erkennen, hier schon außerhalb des Sichtkreises. Gehen wir direkt auf große Fahrt oder sollen wir vielleicht kurz noch hier, wenn wir drankommen, ja komm, wollen wir nicht so sein. Wenn ich jetzt den Kurs setzen darf. Was ist jetzt los? So. Okay, wir gehen hier nochmal ganz kurz dran an die Rettungsboote. Schauen mal, dass wir hier noch das Führungspersonal einsammeln. Nelson und Wood werden an Bord genommen. Und mit den Vorräten müssen wir jetzt auch nicht knausern, weil wir werden ja eh nochmal nachladen. Von daher. Und wir sind noch bestens aufgestellt. Alles kein Problem. So, wir übergeben hier nochmal ein paar Vorräte, dann sind die auch zufrieden. Und wir haben hier ein bisschen was für unser Karma getan. So, der ist abgesoffen. Offiziell Empire Comet und die Fram. Okay, gut, dann werden wir jetzt noch dem letzten hier hinterher schippern. Anschließend zum Verstörer. War nicht schlecht. Zum Zerstörer. Dann ins Operationsgebiet rundhorchen lassen und schauen, was noch so geboten ist. Es war ja sowieso auch noch ein weiterer Geleitzug ganz in der Nähe gestanden, den wir schon gehorcht hatten. Also es wird, glaube ich, nicht an geeigneten Zielen mangeln. So, der zackt gar nicht. Doch, jetzt fängt er an zu zacken. Okay, Kapitän. Gut. Alles klar. Sind nah genug dran. Feuer frei. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Ja, erfolgreicher Einstand hier bei dieser Feindfahrt. Das hat ja gleich wirklich wunderbar funktioniert mit diesem HX-Konvoi. Die amateurhafte Außensicherung vollständig versenkt. Und jetzt die ganzen Frachter, auch wenn jetzt hier nicht wirklich die dicken Pötte dabei waren, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Außerdem haben wir das Schiff mit dem, also den Frachter mit dem... Sonar-Prototypen versenken können. Also alles bestens. So, schauen wir nochmal ganz kurz. Okay. Hat offenkundig noch keinen Schaden genommen. Ja, hoffentlich reicht das noch mit der Munition. Sonst, wie gesagt, der Vierling, den haben wir jetzt auch neu aktuell an Bord. Dann gehen wir mit dem halt nochmal dran. ja, fast voll ausgebautes Boot, ne? Bis auf den Schnorchel haben wir jetzt wirklich alles. Und den Schnorchel habe ich jetzt auch schon quasi in der zweiten Stufe erforschen lassen. Also nicht wirklich in der zweiten Stufe, aber es gibt ja auch noch die, ich glaube, es ist die Antiradarbeschichtung, die man da noch mit dazu nehmen kann. Und die wird jetzt aktuell auch schon erforscht. So, der steht ordentlich in Flammen, wie mir scheint. Hat aber zumindest laut hier unten noch keinen Schaden genommen. Hallo. So, ärgerlich. Ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt die ganze Munition verballert. Auch schon die Reserve. Also müssen wir in jedem Fall versorgen. Ah, vielleicht auch schon, vielleicht ziehen wir das sogar vor, die Versorgung. So, jetzt sind wir leer. Damit wir zumindest Deckgeschützmunition wieder aufnehmen können. Wartet mal, wir schauen mal ganz kurz nach. Lenzpumpe lassen wir auch mal laufen. Wie sind wir denn aufgestellt? Na, tatsächlich, also hier wird noch ein bisschen was verladen. Aber viel ist das halt auch nicht mehr. Ah, hier eiern auch noch. Haben sich hier eingeschlichen. Okay, macht nichts. Na gut, dann werden wir jetzt hier einmal... Moment. Kapitän? Den Suren hätte ich gerne, stattdessen jetzt hier, genau, da sollte hin. Einmal den Platz wechseln sozusagen, klettert auf den Turm und sollte sich dann hier an die Flak begeben. So, okay, hat schon Platz genommen. Ja, wunderbar. Noch gar nicht ausprobiert. Ja, die dürfte ja auch ein bisschen Schaden machen. Das wird noch reichen, um den hier zu versenken. Hoffe ich doch. Was haben wir denn? Wir nehmen panzerbrechend. So, einmal umschalten. Oh, nettes Gerät. So, jetzt nimmt er langsam Schaden. So, ich hoffe mal, das reicht dann auch noch für den Zerstörer. Ja, und dann, glaube ich, müssen wir tatsächlich direkt mal versorgen gehen. Damit wir einfach die Munition wieder auffüllen. Ist natürlich schon. Das kann dann blöd sein, wenn wir auf einen Konvoi stoßen und dann noch da mit dem Deckgeschütz irgendwie nachhelfen müssen, ist das wirklich ungünstig. Und alle haben wir jetzt doch auch schon einige verschossen, also ich glaube, es macht schon Sinn, das ein bisschen vorzuziehen. Dann machen wir das, glaube ich, direkt. So, der braucht nicht mehr viel. Sind eigentlich, Moment mal, wenn ich jetzt hier dem maximal, okay, mehr kann ich ihm nicht zuteilen. Die anderen, okay, die anderen stehen aber tatsächlich jetzt auch hier an den anderen Flugabwehrkanonen. Cool. Herr Kaloy. So, drehen hier nochmal. Der dürfte ja nicht mehr allzu viel Fahrt machen. Wenn möglich, keine Kollision verursachen. Kapitän? Okay, das ist quasi der maximale Drehpunkt. Ja, jetzt läuft er doch ab, oder? Junge, was ist denn jetzt los? Achso, okay. Das war jetzt doch ganz schön eine Barrage. Ja, okay, hat genügt. Oder? Ein, zwei Luftlöcher reinschießen. So, wir machen das mal ein bisschen flotter hier, das Ganze. Hält sich noch wacker an der Wasseroberfläche. Gehen wir hier nochmal nebendran. Und halten nochmal rein. So, ich drehe immer in die falsche Richtung. So. Naja, der lässt da ordentlich Munition durch. Schauen wir doch mal. Aber jetzt. Jetzt geht der Balken runter. Gut. Alles klar. Das war mehr oder weniger reine Formsache. Wir funken einmal, gehen hier noch ganz kurz in die Interaktion, schnappen uns Herrn Simpson und Mr. Percival. Und dann kriegen sie auch noch ein bisschen was zu futtern hier. Zack. Ja, komm. Wollen wir nicht geizig sein hier. Die sollen gut durchkommen. Haben ja doch einige Seemeilen vor sich. Okay, ich hatte ein X gesetzt hier drüben. Da sollte sich noch der Zerstörer befinden. Wir drücken einmal ordentlich auf die Tube hier. Dann werden wir den Versorger ansteuern. Sind wir eigentlich schon? Moment mal, in welchem Planquadrat war der nochmal? BE5 müsste das sein. Wir werden es gleich nochmal kontrollieren. Aber ja, gleich in unmittelbarer Nachbarschaft. Das passt natürlich wunderbar. So. Da sind die anderen Versenkungen. Sehr schön. Dann können wir eigentlich an der Stelle schon mal die Gesamttonnage ganz kurz überprüfen. Okay, gut. 220.000 haben wir knapp. Also 80.000 fehlen noch. Ist schon noch eine Hausnummer, ne? Da muss schon noch irgendwie... Ja, da muss noch mal ein Konvoi her. Mit ordentlich Dickschiffen. Idealerweise Tankern. C3, Liberty und der ganze Kram. So, Alarm gegeben, aber der ist doch schon längst... Moment mal, nicht, dass sie den noch nicht evakuiert haben, sonst wird es jetzt gleich verdammt ungemütlich. Moment mal. Kriegsschiff. Ah, ich dachte, der wäre schon evakuiert. Ich meine, die Rettungsboote können sich auch echt schon weit entfernt haben. Der ist doch hoffentlich nicht mehr aktiv jetzt, oder? Also ich sehe niemanden mehr an Deck. Die Kanonen, gut, das sieht man, glaube ich, eh nicht optisch. Aber hier Flugabwehr, Maschinengewehre und der ganze Kram, da ist niemand zu sehen. Also ich denke, da können wir uns ungeschoren annähern. Sonst werden wir das schon gleich merken. Vielleicht speichere ich lieber nochmal vorher. Nein, also ich denke, das passt schon, ne? Das ist schon in Ordnung. Besatzung versucht, die Einheit zu verlassen, aber das ist zumindest nicht grün. Aber hier drüben, okay, hier drüben ist ein Rettungsboot, okay. Ja. Wären sie mal an Bord geblieben. Scheint ja nicht zu sinken von selbst. Dann hätten sie uns hier noch schön einheizen können. So, wir werden hier einmal so seitlich dran schippern. So, jetzt kommen wir der Sache schon sehr nah. Gut. Und dann werden wir hier auch noch unser... Na, Moment. Wir sind... Okay. Und stopp. Oh, kriegt man auch selten so aus der Nähe zu sehen, ne? So ein Trott hier. Wir kontrollieren hier mal den Zustand. Okay, sollte auch eigentlich schon genügt haben. Dann führen wir noch die Versorgung durch. Schauen mal in 1 und 4 hinein. Weiß auch nicht, ob das Zufallsprinzip ist, wo Offiziere drin sind, wenn welche dabei sind. Aber hier sind jetzt gar keine dabei. Okay, dann werden wir zumindest hier ein bisschen versorgen. Anschließend Richtung Versorger schippern. Alles Gute. Und... Ah, das muss genügen. Alles klar. Na? Das läuft ab. Oder braucht er noch mal ein bisschen Motivation? Ne, es läuft ab. Gut. Tribal-Klasse. Herr Kaloy. Sehr schön, dann war's das. Alles klar, da ist noch eine Kiste. Kommen wir da dran? Was haben wir hier? Okay, können wir uns sparen. 3-mal getrockneten Fisch brauchen wir wirklich nicht. Dann, beide Maschinen große Fahrt voraus. Sprit sparen müssen wir absolut nicht, wenn wir jetzt sowieso gleich versorgt werden. Wir kontrollieren aber nochmal hier nur... zur Sicherheit BE5, und zwar in der Mitte von BE5. Dann werden wir dort jetzt hinmarschieren. BE5. genau hier hin. Dort werden wir dann Funkspruch absetzen, um Versorgung bitten, anschließend wieder zurück hier in unser zugewiesenes Operationsgebiet. Und dann werden wir hier noch ein bisschen weitermachen. Okay, 1. März vormittags, wir haben BE5 erreicht, genau gesagt BE55, also ziemlich genau in der Mitte von BE5. Wir werden einmal funken lassen. Schneider begibt sich ins Funkschab. Dann darf der einmal den Versorger anfordern. Dann wird das wahrscheinlich so 2-3 Tage dauern, bis wir alles übernommen haben. Kapitän. So, Schneider. Moment, wir machen das einmal so. Herr Kaloy. So, Schneider. Herr Kaloy. Nachschub anfordern. Funktelegramm geht raus. Und dann sollten wir gleich die Meldung bekommen. Genau. Koordinaten hinzugefügt. 16 Stunden Zeit. Sollte kein Problem sein. Der ist eh gleich hier irgendwo in der Nachbarschaft. Hier drüben. Okay. Milchkuh ansteuern. Volle Kanne. Volle Fahrt voraus. Große Fahrt voraus. Wir müssen ja jetzt nicht mehr sparen. Wir werden sowieso gleich versorgt. Sehr schön. Dann sollte der gleich in Sichtweite kommen. Und da sind wir schon. Hier einmal seitlich dran schippern. Okay, wir gehen hier rüber. Langsam, beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Wir fahren hier einmal auf die gleiche Höhe, werden die üblichen Gepflogenheiten austauschen sozusagen. So. Da ist er. Die Milchkuh. Super hilfreich, muss man schon sagen, ne? Sehr schön. Gut, dann sehen wir zu, dass wir das über die Bühne bekommen. Delegation entsenden und so weiter. Ihr kennt das ja. Zap, zap. Der Alte darf einmal mit. Johann darf sich ein bisschen die Beine vertreten. Suchen. Wir machen hier auch ein bisschen Eindruck natürlich mit unseren ganzen Orden und so weiter. Ich mache jetzt hier mal maximale Crew. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller mit der Verladung, mit der Übernahme. So, wir fragen, wir tauschen hier die Freundlichkeiten aus und es ist, glaube ich, auch immer der gleiche Dialog, ne? Harter Einsatz und so weiter. 2 Männer verloren, Flugzeugangriff. Na, wobei, ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht ist das auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber gut, wir bedauern den Verlust natürlich. Genau, wir können ja noch die Heinis übergeben, die Peoples, die Überlebenden. Dann schauen wir uns die Ladung an. Wie üblich, frisch gebackenes Brot. Wir müssen jetzt vielleicht einmal ganz kurz... Moment... Gehen hier einmal raus aus dem Menü und gehen bei uns ans Brot in die Kombüse und laden da noch einmal kurz um. Damit wir hier mehr Platz haben. Hier wäre noch Brot. Das ist vielleicht nicht doof. Wir nehmen das Brot einmal hier rüber. Dann können wir das stacken, wenn ihr wisst, was ich meine. Moment, wie machen wir es denn? Kriegen wir vielleicht noch einen Slot sogar frei, wenn wir den ganzen Käse hier rüber schmeißen? Ne, wird nicht funktionieren, ne? Na gut, passt schon. Kombüse ist voll. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann gehen wir hier wieder rüber. Dann können wir das zumindest einmal voll machen. Hier, was haben sie denn noch im Angebot? Leider wenig Sachen, die wir haben. Ich würde halt gerne quasi umschichten. Können wir das... Ah, wir können auch... Das können wir verkaufen und dann kommt das hier rein. Ich würde ungern die Würste abgeben. Mal schauen, vielleicht ändert sich das ja nochmal. Wir füllen auch einmal auf hier. Also wir tanken voll. Ja, T5 war nicht zu erwarten, aber wir haben hinten eh noch... Okay, wir haben... Ach ja, wir haben hinten noch gar nicht geschossen. Gut, dann laden wir jetzt alles um, was wir umladen können. Plus, wo sind wir denn? Munition brauchen wir noch. Deckgeschütz. Das machen wir einmal wieder komplett voll, sofern es denn geht. Und das dauert jetzt eh ein bisschen, bis es verladen wird. Und danach sollten uns wieder neue Sachen zur Verfügung stehen. Moment mal, wo haben wir hier? Hochexplosiv. Panzerbrechend. So, das wollte ich haben. Okay, das lassen wir einmal durchlaufen hier. 6 Tage dauert das. Junge, Junge, Junge. Da verlieren wir jetzt schon ein bisschen Zeit. März, April, Mai, Juni. Naja, gut. Das ist, glaube ich, alles gar kein Problem. Ladung nochmal ansehen. Hat sich hier irgendwas geändert? Nee. Wollen wir die Würstchen noch abgeben und stattdessen durch Brot auffüllen? Ich glaube schon. Ein bisschen frisches Gemüse behalten wir mal hier. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Dann gehen wir hier nochmal dran. Oh, jetzt ist sogar ein T5 nochmal dabei. Das hat man, glaube ich, noch nicht. Sehr schön. Okay, dann sind wir damit wieder voll. Vollzählig. Moment, was wollte ich noch? Lebensmittel. Munition. Ah, wir... Na, das war jetzt ein bisschen... Nee, das brauchen wir gar nicht. Uns reichen ja diese Slots. Kombüse ist voll. Das genügt vollkommen. Schmeißen wir hier lieber noch mehr Munition rein, würde ich sagen. Das macht mehr Sinn. Ja, so viele Lebensmittel brauchen wir im Leben nicht. So ist, glaube ich, ganz gut. Und wir gehen nochmal hier rein. Hoffen, dass jetzt hier nochmal ein bisschen was verfügbar geworden ist. Sehr schön, dann kann man nämlich hier wirklich richtig dick auffüllen. Okay. Ja, ich glaube, so können wir es lassen, oder? Nicht ideal. Das könnte man noch rauskloppen und durch Brot ersetzen, aber... Na gut, machen wir es einfach. Wenn wir schon da sind, dann füllen wir maximal auf, oder? Dann gibt es halt die nächsten Wochen nur Brot zu essen. So, und das machen wir hier nochmal voll. So ist gut. Mehr können wir, glaube ich, nicht rausholen. Lebensmittel und Munition ist voll. Deckgeschütz ist voll. Flak ist voll. Torpedos haben wir komplett übernommen. Und... voll getankt. Sehr schön. Gut. Gegenstände brauchen wir keine. Ja, alles klar. Dann nochmal 9 Stunden warten und ab dafür. Zum Boot zurückkehren. Das war's soweit hier von der Versorgung. Dann gehen wir direkt auf... langsame Fahrt können wir uns auf jeden Fall leisten. Eigentlich auch mehr. Naja, und dann werden wir nochmal einen kleinen Cut einlegen, denke ich. Und dann sehen wir uns gleich im Operationsgebiet wieder, wo wir nochmal rundhorchen lassen werden. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Was uns hier noch so für Ziele geboten werden. So, da la, 12. März. Operationsgebiet ist wieder erreicht. Dann gehen wir mal runter mit der Fahrtstufe. Es kam auch gerade nochmal ein wichtiges Funktelegramm herein. Was haben wir denn hier? Ein Teil unserer Besatzung klagt über Symptome von Skorbut. Wir bitten verbündete Einheiten in der Nähe frisches Gemüse oder Obst mit uns zu teilen. Haben wir beides. Schauen wir mal, wo stehen die? Sind die hier in der Nähe? Okay, ausgezeichnet. Da wollten wir eh hin. Dann werden wir da jetzt einmal schnell hinschippern. Obst und Gemüse übergeben. Vielleicht sind die dann auch gleich wieder einsatzbereit. Dann werden wir einmal rundhorchen lassen. Und vielleicht können wir dem dann sogar Befehle erteilen, dass der mit uns mitmarschiert, gegebenenfalls. Das wäre natürlich jetzt gar nicht so doof. Ganz im Gegenteil, das wäre ziemlich cool. Okay, dann werden wir den einmal versorgen. Was kriegen wir eigentlich dafür? Das weiß ich gar nicht. Kriegen wir da jetzt nochmal extra Ansehenspunkte oder auch... A Pulver. A Gate. So. Einmal hier ran schippern. Na, stopp. Und alle Maschinen stopp. Machen das auch einmal hier alles ein bisschen beschleunigt. So, einmal die Bremse reinhauen. Interaktion. Delegation. Johann. Und der Alte. Muss genügen. Fortsetzen. So. Okay. An Bord von U1105 wurde der Alte vom Kommandanten empfangen. Nach den üblichen Gefälligkeiten bat ihn der Kommandant aber recht schnell um die Ressourcen, um die er in der Funknachricht gebeten hatte. Lebensmittel übergeben. Plus 65 gibt es. Okay, sehr gut. Befehl ausgeführt. Wir unterstützen gerne. Essen schön noch ihr Süppchen hier. Trinken Gläschen dazu. Rauchen im Boot. Ich bin, also... Nee, beim besten Willen nicht, oder? Also selbst auch unter Kommandanten, oder? Hätten die nicht gemacht. Niemals. Aber es sieht, ich habe es schon mal erwähnt, es sieht einfach doch ein bisschen netter aus bei den anderen Booten, wenn man sich... Also solche Details hätte ich gerne auch auf unserem Boot. Ich meine, da ist schon so ein bisschen Schinken und so, aber generell, wenn man mal... Also wenn man eine Feindfahrt beginnt, hätte ich schon gerne, dass wirklich alles vollgestopft ist. Auch hier, die haben ja Dosen, haben sie hier oben in Säcken irgendwie und Bananen und so weiter. Das könnte man alles noch ein bisschen netter machen. Erstaunlich übrigens, dass wir diejenigen sind, die den Lebensmittel abgeben sollen, wenn hier alles voll ist. Und ich sehe ja Bananen. Es hieß doch Obst, oder? Bananen sind meines Wissens schon Obst, glaube ich. Naja gut, wie dem auch sei, wir unterstützen gerne, begeben uns wieder zurück zu unserem Boot. Und jetzt lassen wir gleich einmal rundhorchen. Skurril ist das schon. Und dass wir wegen ein bisschen Obst und Gemüse hier anschippern sollen und uns hier in die Gefahr begeben. Ich meine, wenn dann in der Zeit ein Flieger anrauscht... sind wir halt verratzt oder zumindest ja, eins von beiden Booten möglicherweise oder zumindest die Besatzung, die gerade vielleicht hier übersetzt oder wie auch immer, ist schon ein riskantes Manöver. Aber gut, wir sind hier Black Pit, da dürften ja sowieso keine Flieger aufkreuzen, deswegen das ist jetzt nicht das Problem. So, jetzt passen wir mal auf, Kollege, nicht dass der... Moment mal. Beide Maschinen. Was macht der denn? Können wir dem vertrauen? Nein, können wir nicht. Ach du Scheiße. Oh, schaut euch das mal an. Was ist denn das für ein rücksichtsloser... Entschuldigt, aber ich sag's jetzt nicht. Was ist das denn? Das grenzt ja an Sabotage. Wenn ich jetzt nicht schon auf Rundhorchen gedrückt hätte, dann wäre der uns jetzt reingefahren. Also das müssen wir aber nochmal üben hier. Kollege. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also ganz ehrlich, was ist das denn? Na gut, ist ja nichts passiert, aber trotzdem, das sollten wir schon melden. Bin ja ungern hier irgendwie so eine Petzliese, glaube ich, sagt man, aber das geht halt echt nicht. Ah, jetzt macht er natürlich auch ordentlich Radau, dann werden wir wahrscheinlich gar nicht so gut hören hier. Hat nichts wahrgenommen außer dem eigenen Boot. Wir zeichnen mal seinen groben Kurs ein. Aber der scheint ja eh Richtung Heimat zu fahren, ich weiß es nicht. Dass wir zumindest ungefähr auf dem Schirm haben, wo der sich hinbewegt. Sonst hat sich hier nichts getan in diesem Planquadrat. Wir fahren mal seinen Kurs so ein bisschen mit. Langsame Fahrt voraus. Kompressor an. Lassen einmal lenzen. Wo ist er denn? Hat sich schon recht weit entfernt, irgendwo die Richtung, ne? Okay, wir navigieren mal im Kartenmodus. Schauen, dass wir vielleicht ungefähr auf seinem Kurs bleiben. Vielleicht können wir ja wirklich ein Stückchen zusammen bleiben oder zumindest so nah, dass wir ihn vielleicht noch dazu bringen können, bei Bedarf einzugreifen. Das wäre natürlich schon ganz cool. Also wenn jetzt nochmal irgendwie ein schöner Konvoi daherkäme hier irgendwo in der Gegend und dann mit 2 Booten dran gehen zu können direkt, das wäre schon großartig. Nachteil ist jetzt natürlich, wir können jetzt hier nicht den Schnellreisemodus verwenden, wenn wir hier in Sichtweite von einem anderen Boot sind. Dann sind wir da sehr eingeschränkt. So, haben ungefähr die gleiche Marschgeschwindigkeit hier, oder? Oh, ist aber schon nett. Wo ist der andere? Der muss da drüben irgendwo sein, ne? Moment, der ist auf unserer... Ja, stimmt schon. Wo ist er denn? Ist der getaucht? Der wird doch jetzt nicht hier getaucht marschieren, oder? Na, kann natürlich schon sein. Ah, da drüben. Okay, wir sind doch so weit entfernt. Da drüben marschiert der Kamerad. Das Kameradenboot. Oh, sehr schön. Wenn nicht gerade Krieg wäre, ne, wäre das hier echt schon sehr, sehr reizvoll. Was soll denn Aufgang? Schaut euch das an, Leute. Ah. Ja, kann die Besatzung vielleicht mal für einen kurzen Moment vergessen, dass wir hier im Krieg sind. Ne, können sie eigentlich nicht. Das sieht ja nur die Brückenwache und die muss äußerste Konzentration hier aufbringen. Äußerste Wachsamkeit. Da darf man sich nicht hier von der Sonne ablenken lassen. Im Gegenteil, wenn jetzt ein Flieger kommen würde... Kann ja auch sein, dass ein Träger in der Nähe ist. Dann würden die uns natürlich aus der Sonne anfliegen, wenn es keine Anfänger sind. Na schön, gut. Was machen wir denn? Ja. Ich schipper mal vielleicht, naja, bis Mittag mit dem mit. Dann werde ich nochmal rundhorchen lassen. Na gut, also das dauert mir doch alles zu lange und ist jetzt nicht sonderlich gewinnversprechend, würde ich mal sagen. Wir lassen hier jetzt einmal noch rundhorchen, schauen, ob wir vielleicht irgendwie Glück haben. Und ansonsten setzen wir wieder unseren eigenen Kurs, weil wir sonst einfach nicht hier in die maximale Zeitbeschleunigung reinkommen. Wir können ja trotzdem, wir können mal so fahren vielleicht, dass wir ihn zumindest nicht die ganze Zeit hier in Sichtweite haben. Und jetzt hat er aber sowieso seinen Kurs auch geändert. Ja... Mal schauen, wenn er was, vielleicht entdeckt er ja was und funkt uns dann an. Könnte ja auch theoretisch passieren. Ansonsten, dass wir hier nochmal rundhorchen und falls sich jetzt hier nicht zeitnah was tut. Ihr kennt das ja, das alte Spiel, dann werden wir hier nochmal ein bisschen Unterbrechungen einlegen und ich schaue einfach, werde so lange hier in der Gegend rumkurven, bis sich irgendwas auftut. Oder bis vielleicht die Kilometer abgespult sind und dann könnten wir uns überlegen, einfach nochmal irgendwo anders hin zu verlegen. So, wir sind jetzt auch ein bisschen spritsparender unterwegs. Wie viel haben wir denn schon von der Patrouille? Ja, noch nicht ganz die Hälfte. Na gut, also wir werden uns dann gleich wiedersehen. sobald sich irgendwas tut. Jawohl, Herr Kaloy. Na schön, ist nicht allzu viel Zeit vergangen. 17. März inzwischen 4:01 Uhr und hier unten haben wir Schraubengeräusche. Soeben frisch reingekommen sozusagen. Kurs ist Richtung Großbritannien. Das ist schon mal gut, das heißt, die sind voll beladen mit lauter schönen Dingen. Wir stehen noch eine ganze Weile entfernt, aber gut in Reichweite, würde ich mal sagen. Wir setzen jetzt mal so einen Kurs hier an. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus, sofort auftauchen und ab geht's in die Richtung. So, beide Heinis schlafen gerade. Okay, das ist schon in Ordnung. Halbe Fahrt genügt uns. Sichtweite ist, würde ich schon fast als extrem hoch bezeichnen, wenn ihr euch die maximale Sichtweite anschaut. Also sollten wir den eigentlich schon zu sehen bekommen. Würde mich wundern, wenn das jetzt noch nicht der Fall wäre. Ja, zumindest so die Rauchfahnen. Die Richtung kann er nicht sein. Okay, dann werden wir nochmal horchen. Genau, Positionsbestimmung. Runter. Aber vielleicht sind die auch einfach noch echt weit weg, wenn die langsam unterwegs sind. Oha, okay, sind doch schon weiter raus. Gut. Aber hier den Kurs nochmal ein bisschen versuchen nachzuzeichnen. Ungefähr so. Wir tauchen wieder auf. Und das ist eigentlich eh schon ein ganz vernünftiger Abfangkurs. Wir nähern uns der Sache einfach immer weiter an und können uns gleichzeitig vorsetzen. Ja, das passt schon. Auftauchen. Kam da noch was rein? Kann das sein? Nee, das war der jetzt hier, ne? Okay, sehr schön. Letzte Horchpeilung hier. Wir begeben uns Richtung Angriffsposition. Kompressor an. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Schornsteinrauch, jetzt bereits entdeckt. Okay, was haben wir denn hier für eine Distanz? Okay. Ja, Sicht ist halt extrem gut. Unsere Silhouette ist zum Glück so klein, dass wir hier, glaube ich, problemlos mit der Distanz hier vorbeiziehen können. Wir gehen mal auf Parallelkurs. Gleich auf. Okay, also so eine erstaunliche Sichtweite hat man aber auch wirklich selten. Da können wir uns jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen anschleichen, dass wir den einen oder anderen sogar schon über Wasser in Sichtweite bekommen. Hier wird, das wird wohl, man kann jetzt die Kurse schon ziemlich gut erkennen. Da dürfte die Außensicherung fahren. Und das hier außen, seht ihr hier, er hier, das ist mit Sicherheit auch ein Außensicherungsfahrzeug. Davon gehe ich mal aus. Und wir schauen mal. Kann man schon so ein bisschen was erahnen, ob sich das lohnt. Frage, dicke Pötte, ordentlich Tonnage, wäre natürlich schön. Gut, hier können wir noch nicht allzu viel erkennen, deswegen gehen wir jetzt noch ein bisschen näher dran. Legen Sie den Kurs an. Nicht direkt, sondern so, dass wir noch genügend Zeit haben, um hier alles schön zu planen. So, schaut mal, wir sind jetzt von der bislang geschätzten Kurs des äußersten Sicherungsfahrzeuges noch gute 6,5 Kilometer entfernt. Dann gehen wir schon mal in so eine Position hier. Haben dann noch normalerweise alle Zeit der Welt, um zu tauchen. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Das sieht erstmal vielversprechend aus für uns. So, die übliche Formation, das wird höchstwahrscheinlich ein Zerstörer sein, der hier vorne wegfährt. Das kennen wir ja bereits von den Brüdern. Ansonsten können wir hier noch nicht allzu viel erkennen. Außer, dass das auf jeden Fall ein Frachter sein dürfte. Und da qualmt allerhand. Auch ein Frachter, das überlappt sich so ein bisschen. Schwer zu sagen, mit wem wir es hier genau zu tun haben, was wir hier vorfinden werden. Können aber auf jeden Fall noch ein bisschen näher dran gehen. Und wir können auf jeden Fall auch nochmal speichern an der Stelle. Ja, was haben wir denn? 1, 2, 3 Kolonnen mit jeweils, ich würde sagen, 2 Frachtern. Das ist zumindest das, was wir hier erkennen können, aber das kann natürlich auch noch... Ich schätze mal, das hier Sicherung, das hier Sicherung, das hier Sicherung. Vielleicht hinten auch nochmal welche. Also hier so ein Kreis und in der Mitte die Frachter, das wäre nicht unwahrscheinlich. Bei 5 Sicherungsfahrzeugen ist halt die Frage, ob es sich lohnt, die Sicherung anzugreifen. In jedem Fall werden direkt mal Kurse berechnet, das ist ganz klar. Ja, gehen wir auch direkt auf Tauschstationen. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal gemütlich an. Und überlegen uns, wie wir hier genau vorgehen. Bloß nicht zu übermütig. Das lief viel zu gut beim letzten Angriff. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das wieder solche Amateure sind. Und meine Vermutung ist halt, 5 Sicherungsfahrzeuge, ob sich das dann lohnt, auf die zu operieren, ist auch echt fraglich. Aber je nachdem. Gut, ja, eigentlich sollten wir schon in jedem Fall auf die Sicherung operieren. Wenn es uns gelingt, direkt in eine gute Position zu kommen, um Zerstörer anzugreifen, wenn wir vielleicht sogar 2 rausballern können, ja, dann wäre ja schon mal viel erreicht. Aber je nachdem. So. Bootsteuer-Rohrtiefe. Der alte ist am Periskop. Alarm wird erstmal wieder zurückgenommen. Alarm abgebrochen. So. Okay. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von... Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Vermutlich ein Geleitzug. Wie das hier mit der Formation aussieht. Wo die dicken Pötte sind. Mhm. Okay, jetzt können wir das hier schon deutlich genauer erkennen. Also das hier ist die Laufbahn, der Kurs des äußeren backbordseitigen Sicherungsfahrzeuges. Hier haben wir den vorausfahrenden Zerstörer. Der kommt auch gleich in unsere Sichtweite gefahren. Auf den könnten wir dann schon mal einen Kurs berechnen. Ich bräuchte noch jemanden... Am zweiten Periskop. Alarm abgebrochen. Torpedowartung sollte laufen, das werden wir gleich nochmal kontrollieren. Wir gehen noch ein bisschen näher ran. Schauen mal, dass wir hier vielleicht... Ja, so viel weiter möchte ich gar nicht dran. Genügt uns das, ist die Frage. Schauen wir mal ganz kurz, was die alle sagen. Sind die startklar? Und wie lange... Dauert der vorgewärmte Zustand noch an? Sieht eigentlich ganz gut aus. Dann würde ich jetzt nochmal Alarm auslösen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass jetzt gleich die Reichweite, die Sichtweite hier nochmal ein bisschen hochgehen sollte. Na, tut's aber nicht. Okay, merkwürdig. Oder ich habe es noch nicht gesehen. Gut, aber er schippert uns jetzt hier schon in die Sichtweite. Wenn wir die beiden angreifen. Jetzt sind wir hier schon relativ nah dran. Ich glaube, wir fokussieren uns erstmal auf ihn hier, den Vorausfahrenden. Und schauen, dass wir ihn dann vielleicht beim Ablaufen noch mitnehmen. Was haben wir denn hier? Das ist eh nur in Anführungszeichen eine Korvette. Das hier vorne ist bestimmt ein Zerstörer. Die haben eigentlich... Nee, auch nicht. Ist auch nur eine Korvette. Mhm. Interessant. Weitere Sicherungsfahrzeuge hier hinten. Dann wird das auch eine Korvette sein. Nur durch Korvetten gesichert? Kann ich mir was nicht vorstellen. Und hier unten werden auch noch welche sein. Also, das wird nicht alles sein, was wir jetzt aktuell hier hören können. Mit Sicherheit nicht. Ja, machen den Kompass mal aus. Lohnt sich's eigentlich, den vorne wegfahrenden überhaupt anzugreifen, frage ich mich gerade. Aber jetzt hätten wir den so schön in der Position, ne? Ja, ich glaube... Ne, machen wir nicht. Ne, ist, glaube ich, nicht das Beste, weil der fährt uns ja sowieso komplett exakt vor die Rohre. Dann können wir hier schön aus knapp 1000 Metern schießen. Den Punkt hätten wir jetzt auch schon erreicht. Also alle Maschinen, stopp. Kursberechnung für ihn hier. So, dann haben wir doch hier noch einen hinterher schippern. Dann könnte er auf die beiden feuern. Oh, da? Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich auch wieder, ja. Dicker Pott. Ja, die sehen schon gut aus, ne? Immer wieder eine Show. Schick gemacht. Generell, ich finde, die Schiffsmodelle sind wirklich gelungen. Die sehen schon gut aus. Was haben wir denn sonst noch so im Angebot? Oh. Ja. Also da haben wir schon ein bisschen was Dickes. Mhm. Zufriedenstellend. Der hier garantiert auch. Na, geht. Wen haben wir hier? Hm? Netter Name. Netter Name. Wird mir fast sentimental. Naja gut, so dick sind sie doch alle nicht. Aber... Oh ja, doch. Ich will nichts gesagt haben. Tanker. Manchmal täuscht das auch hier mit den Symbolen. Okay, also Frachter 1, 2, 3, 4, 5. Das sind also die... Eigentlich die einzigen, die für die Gesamttonnage von Relevanz sind, wenn wir mit Black Pit weiterkommen wollen. Der Kreuzer ist, sowas ist halt immer schön, aber bringt uns jetzt auch nicht übermäßig viel. Gut gesichert. Hier drüben kann man auch noch Schornsteinrauch erkennen, mit Sicherheit auch nochmal eine Korvette oder sowas. Ah, nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber wir nehmen natürlich alles, was wir kriegen können. Wir wollen uns nicht beschweren. Na gut, wenn es uns irgendwie gelingt, dann knacken wir die beiden hier. Und dann hätten wir die Seite hier schon mal ganz gut freigeräumt. Also diese Seite hier. Für einen zweiten Angriff. Zeitgleich schießen auf die beiden. Oh, das wird, glaube ich, wirklich schwer. Deswegen, glaube ich, werden wir erstmal einfach nur ihn hier angreifen. Und knacken. Das sollte ja funktionieren mit einem Aal. Dann ablaufen. Und vielleicht einfach mit dem Zaunkönig. Hoffen... Na gut, das sind, bislang waren es alles Korvetten. Irgendeine Korvette wird uns hinterherkommen. Und die kriegt dann den Zaunkönig verpasst. Weil für Korvetten reichen Zaunkönige auf jeden Fall. Okay, wir fokussieren uns erstmal wirklich nur auf diese Korvette hier. Kursberechnung passt. Moment mal, wir sind aber schon getaucht, oder? Ja. Okay, alles gut. Den brauchen wir jetzt hier nicht an den Maschinen. Geh an die Tiefensteuerung. So, sehr gut. Okay. Also. 3,5 Meter. Wir lassen auf 3 Meter steuern. Aufschlagzünder. Frage Torpedos. Alle Torpedos klar. Zum Schuss. Dann lassen wir den jetzt einfach aufkommen. Nicht zu viel wollen. Ich wäre jetzt gerne wieder in so eine Position gegangen, wo wir zeitgleich auf 2 feuern können, aber einen nach dem anderen. Macht viel mehr Sinn in dieser Situation auf jeden Fall. So, Flower-Klasse. Rohr 1, bewässern. Das ist ja auch ein Flächenabsuchtorpedo, also der könnte vielleicht tatsächlich was treffen, falls er die Korvette nicht trifft. Wenn er nach links abdreht, ja, schon okay. Gut, dann 3,0. Wir lassen den noch etwas aufkommen. Deckung. Winkel ist perfekt. Rohr 1, los. Da sollte nichts schief gehen im Normalfall. Kleine Fahrt voraus. Nach hier hinten ablaufen. Drauf spekulieren, dass die Korvette uns direkt hinterherkommt. Zaunkönig raus. Dann hätten wir schon mal 2 geknackt. Hätte ich nichts dagegen. Und dann hätten wir hier schon mal eine schöne Lücke, wo wir reinstoßen können. Sofern die ihre Formation beibehalten. Sieht ganz gut aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Plan ist nicht so schlecht. Okay. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Torpedo schlägt gleich ein. Sollte er zumindest. 20 Sekunden. Ah, sehr schön. Man sieht hier auch die Laufbahn. 10 Sekunden bis Einschlag. Jawohl. Und der ist weg vom Fenster. Und tschüss. So, damit haben wir jetzt einmal quasi ein bisschen ins Wespennest hineingestochen. Oh ja, da sind schon wirklich attraktive... sind ein paar attraktive Ziele dabei. Der wird bestimmt auch irgendwas um die 6000 haben, kann ich mir vorstellen. Dann da hinten schippert der Tanker rum. Dann was haben wir hier? Ja, schon auch irgendwie so C3 ungefähr. So, die sind aufgeschreckt. Klar. Jetzt schauen wir erstmal, wie sich das weiterentwickelt hier. Zerstörer gemeldet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich dann auch immer Zerstörer sind oder ob die Korvetten auch einfach als Zerstörer tituliert werden. Aber hier drüben kurvt schon einer rum. Okay, hier haben wir tatsächlich einen Zerstörer. Okay, das ist natürlich äußerst unangenehm. So, jetzt werden wir hier von 2 Korvetten verfolgt. Da müssen wir jetzt vernünftig reagieren. Also, Zaunkönig sollte aus dieser Position schon gut funktionieren. Dann vielleicht sogar einen Täuschkörper legen, um da ein bisschen Verwirrung reinzubringen. Abtauchen, ablaufen, Gras über die Sache wachsen lassen. Schauen wir, dass wir den vielleicht auf ungefähr einen Kilometer rankommen lassen. Suchen, klar machen. Ah, 180. Wo ist die Korvette? Das hier ist diejenige. Ich werde mich jetzt hier einmal quasi einloggen, wollte ich sagen. Einmal... eingerastet. Lass mal den ruhig noch ein bisschen näher rankommen. So, so Nahpeilung. Jetzt ist er ungefähr auf einen Kilometer ran. So, alle Maschinen stopp. Suchen. Dein Job. Showtime. Rohr 5 bewässern. Alle müssen wieder vorgewärmt werden. Rohr 5. Los. Kümmert euch um die Torpedos, Männer. Alarm ist beendet. Kapitän. Direkte Befehle beenden. Suchen hat Täuschkörper. Falsche Richtung. Suchen ist etwas orientierungslos. Täuschkörper raus. Und wir gehen jetzt schon auf Tiefe. Gehen wir mal auf 90 Meter. Und lassen hier oben noch einen Köder liegen. Ah, das ist wieder dieser Dreck. Entschuldigt die Ausdrucksweise. Hier kommt man halt jetzt nicht hin. Kann man auch nicht manuell hier hinschicken. Das ist halt wirklich... Also das muss gelöst werden. Das, man kann denen ja auch nicht den Befehl geben, jetzt hier einen Täuschkörper rauszuhauen. Mann! Sehr wohl, Herr Kaloy. Das geht halt jetzt nicht. Das ist wirklich zum Kotzen. Vermutlich ein Geleitzug. Und das dauert jetzt, bis die nachgeladen haben. Gut, dann muss es jetzt ohne Täuschkörper funktionieren. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Schleichfahrt. Der trifft hoffentlich. Bourage. Bourage sollte Geschichte sein. Da fliegen die Fetzen, Leute. Das läuft ab. Okay, gut. Der Part hat schon mal ziemlich gut funktioniert. Dann bleiben wir aber auf diesem Kurs. Suchen. Gut, okay, dadurch, dass ich jetzt Schleichfahrt eingeschalten habe. Wie tief sind wir? Geht klar, den können wir noch raushauen. So. Dadurch, dass ich die Schleichfahrt jetzt eingeschalten habe, haben die jetzt aufgehört hier mit dem Nachladevorgang. So, da kann man es auch richtig schön erkennen. Das Geblobber. Das Geblobber vom Täuschkörper. Ah, durch den Befehl, glaube ich, den ich vorher noch manuell erteilt habe. Okay, haben wir jetzt 2 gelegt. Interessant. Die Blechbüchse. Sieht aus wie ein Ölfilter vom Auto, ne? Na gut, der macht jetzt Radau. Können wir ruhig ein bisschen schneller machen. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Die sind so weit entfernt... Vielleicht können wir sogar in die Richtung ablaufen. Wäre mir noch fast lieber. Oh, schauen wir mal. Und wieder auf kleine Fahrt runter. Und wir entschwinden noch etwas tiefer im Keller. So, jetzt kommen die Wasserbomben, oder? Mhm. Die liegen aber am Täuschkörper. 100 Pro. Sieht man da irgendwo was? Nee, so nicht. Was ist jetzt los? Moment. Hilfe. So. Keine Detonationen. Der unterste Täuschkörper dürfte ungefähr auf 50 bis 60 Metern liegen. Nicht, dass wir jetzt doch gleich durchgeschüttelt werden, weil es nicht funktioniert hat. Aber naja, sollte schon passen, denke ich. Und wir konnten auch zumindest jetzt hier schon so ein bisschen Abstand reinbekommen. Das heißt ein bisschen. 1,5 Kilometer ist schon ganz ordentlich. Dann weiter mit Schleichfahrt. Das könnte jetzt sogar schon funktioniert haben. Schauen wir mal. Hm, die behaken den Täuschkörper. Täuschkörper sind passé. Und jetzt schauen wir mal, wie sie damit umgehen. Etwas tiefer, alle Maschinen stopp. Wir sitzen das jetzt mal aus hier. Schauen wir mal, was passiert. Sauerstoff, sieht gut aus. Wir sind gut getarnt. Die haben keine Ahnung. Ausgezeichnet. Ich überlege gerade, jetzt hoch und dem noch einen Zaunkönig hinterher. Kriegen wir das vielleicht sogar noch hin in der Kürze der Zeit? Auf Zero-Tiefe gehen. Sind weit entfernt. Wir riskieren das jetzt, okay? Bei der Maschinen langsame Fahrt voraus. Und mal schnell schauen, ob wir vorne einen Täuschkörper klar haben. Einen Täuschkörper. Zaunkönig. Muss erst noch klar gemacht werden. Versuchen wir es. Rohr 4. Komm schon. So, hier einmal. Und zwar mit Schmackes, Männer. Jawohl. Du hilfst hier noch dazu. Jawohl. Wir müssen erstmal wieder hochkommen. Zu viel Risiko? Was meint ihr? Könnte klappen, oder? Andere Ziele kann er sich eigentlich von hier aus nicht auswählen, der Zaunkönig. Schauen wir, dass wir hochkommen. Torpedowartung ist bereits zum Drittel abgeschlossen. Sehr gut. Das könnte funktionieren. Wir riskieren es. Dann hätten wir 3 geknackt. In der Theorie klingt das ziemlich gut. So. Zaunkönig ist klar. Wir versuchen noch ein bisschen näher ranzugehen. Beide Maschinen, große Fahrt voraus. Ist natürlich risikobehaftet. Ich möchte nur die Distanz noch ein bisschen verkürzen. Ich weiß nicht, wie weit die Zaunkönige laufen. Die laufen zu schnell. Da kommen wir kaum hinterher. Dann schießen wir jetzt. Alle Maschinen stopp. Ausrichten. Und einfach in diese Richtung. Rohr 4. Noch ein Gruß aus der Küche hinterher. Amüs Göll. Los! Drückt mal die Daumen. Das wäre ganz fabelhaft. Und weit genug weg, um locker ablaufen zu können. Da machen wir gar keine Sorgen. Wenn der jetzt noch trifft. Oh, dann haben wir alles vorbereitet, glaube ich, hier. Für die nächste Folge, glaube ich, wird das dann. Auftauchen, hinterher knüppeln. Vorsetzen, Angriffspositionen. Und dann geht's auf die dicken Pötte. Na gut, schauen wir uns das hier an. Im Schnelldurchlauf. Der wird sich, glaube ich, nicht mehr abwenden, oder? Der muss... Ah, er dreht sich. Okay. Haha. Wunderbar. So, bringt eine tödliche Fracht ins Ziel. Oh, gutes Manöver. Für dich persönlich. Verfolgung abgebrochen und einfach einen Zaunkönig hinterhergejagt. Wenn der jetzt noch trifft. Dann haben wir 3 von 5. Und noch jede Menge alle übrig. Für die dicken Brocken, Bordkanonenmunition noch und nöcher. Könnte sehr erfolgreich werden hier die ganze Nummer. So, Daumen drücken, Männer. Der teuerste Aal der Kriegsmarine. Scheiße. Der ist verhungert, oder? Ah, Ende der Laufstrecke. Nein. Also, dann sind wir ungefähr bei 5 Kilometern, oder? Weiter kommen die nicht. Ach, ist das ärgerlich. Das ist ja super ärgerlich. Ah. Verflucht nochmal. Na gut, wieder. Again what learned, ne? Dann, gut, müssen wir damit jetzt leben. Alarm beenden. Ist schon beendet. Rohre nachladen. Okay, ich werde das alles vorbereiten. An der Stelle verabschiede ich mich schon mal von euch. Ich werde schauen, dass ich uns für die nächste Folge wieder in eine günstige Position manövriere, Angriffsposition. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht mit der Außensicherung noch ein bisschen weitermachen oder direkt auf die dicken Brocken gehen. In jedem Fall werden wir hier nochmal zum Schuss kommen und nicht nur einmal. So viel ist sicher. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. 5 Kilometer knapp. Dann geht Ihnen der Stoff aus.